Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Wir waren in der letzten Folge hier, und zwar bei Top of the World. Und die Dame wollte uns nicht ins dritte Geschoss lassen, deshalb müssen wir hier hin und erstmal ihr Funkgerät verstärken, bis sie uns vertraut. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir es mit einer überlebenden Person zu tun haben. Aber wie soll es sonst funktionieren? Ein Computer? Keine Ahnung. Ich bin schon mal vorgeprescht bis hierhin und wir schauen mal, ob wir den Verstärkerbauplan heute bekommen. Das Lager will ich mir auf jeden Fall angucken. Deswegen machen wir da mal gerade so ein bisschen Aufräumaktion hier. Daneben geschossen. Zack. Ach du Scheiße, ey. Da habe ich mir wieder voll in ein Wespennest gestochen. Er hing fest. Ja, jetzt ein bisschen Glück. Schrotpatrone, yes. Schrot brauche ich immer. Ich könnte ruhig mal so ein bisschen Buff-Kram nehmen, ne? Ich habe so viel davon und ich nehme nie was. Was haben wir hier? Splittergranate. Schön. Fusionszelle. Ja, Fusionskern wäre besser, ne? Ein Holzski. Ach ja, ich habe ja ein Schwert gefunden, das wollte ich mal angucken. Gewürze, 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 Pfeffer, Salz, Kochmütze habe ich schon. Oh, Rezept, das nehmen wir mit. Bierflasche brauche ich nicht, Stuhl. Aluminiumdose, meine Freunde. Splittergranate, schadet nichts. Noch ein Rezept. Er scheint der Koch gewesen zu sein. Maulwurfsrattenfell, wofür ist das? Oh, entsperren. Komm. Wir versuchen unser Glück. Zack. Radkappe ist bestimmt auch Aluminium, deswegen war die gemarkt bei mir gerade. Mit der Lupe. Ja, ich würde sagen, bis jetzt hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt, hier hinzugehen. 45er. Immer 45er. Also, falls das jemand. Oh, ich bin schon wieder überladen. Hervorragend. Falls das jemand sehen sollte und mir sagen kann. Alter, das Schwert ist ja wohl total geil. Warte mal, ist es besser als mein Basie? Der hat auch 48. Ja, Stufe 15, ne? Komm, wir tauschen das einfach mal aus, einfach damit wir mal was anderes haben. Wobei, ich kann das ja noch hier ausrüsten. So. Mega. Trotz alledem, ich muss irgendwas loswerden. Das wird jetzt schwierig. Ich höre gerade Musik. Ich gehe erstmal hier weg. Sonst wird mein Video wieder monetarisiert. So. Schauen wir mal. Was kann ich denn loswerden? Das lohnt sich aber nicht so richtig, ne? Komm, der hier kann weg. Ja, die Powerrüstung wiegt natürlich, ne? Ist da was, Leute? Ich könnte die einfach anziehen. Klar, warum nicht? Machen wir doch mal.
Hat doch nichts. Und ab geht die Post. So, und gucken kurz, dass die Richtung stimmt. Richtung stimmt. Da hinten ist mir hin. Angegriffen. Was bist du denn? Komm her. Mit meinem Ski erschlagen. Alter, eine 80er Brandbestie. Ja, da kann ich nicht viel machen, außer weglaufen. Glück habe, schaffe ich es noch irgendwo reinzulaufen. Komm, ich will wenigstens einmal schießen. Wo ist er? Ich krieg immer die Scheiße ab, aber ich sehe die gar nicht. Wo ist denn die? Hübsch. Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Seien Sie versichert, dass unsere Wartungsmannschaften mit Hochdruck daran arbeiten, die Stromversorgung wiederherzustellen. Ja, da hat mich die Brandbestie erwischt. Sollte die Stromversorgung für den Großteil der Kunden wiederhergestellt sein? Ach, ich bin auch voll am Ziel vorbeigelaufen, ne? Na ja, gut. Nee, das die ganze Fabrik jetzt da reparieren ist nicht so mein Ding. Ich höre sie immer noch, da ist sie. Aber da ist ja auch keiner, ne? Ansonsten. Okidoki. Halten wir uns an unserer Quest. Wir lassen uns nicht abhalten von der bescheuerten Brandbestie. Damit wir heute hier auch noch irgendwas schaffen, ne? So ein bisschen. Oh, die gibt mir aber ja schon auf den Senkel, ne? Guck mal, wo die überall lang fliegt. Irgendwo hier muss das sein, ne? Wer bist du denn? Bäm. So, da rein oder ich vermute eher da oben. Quest-Anzeige ist es eher hier irgendwo. Ah, da drin. Was mache ich denn?
So lang E gedrückt. Lustig. Was soll ich mit ihr machen? Verstärkerknoten. Bauplanverstärker. Habe ich. Da ist noch eine drin. Cool. Whisky. Dachte, das wäre wieder so ein Zombie, der irgendwie festgefroren ist. Cool. Oh, und Red Rocket. Nicht schlecht. Da kann ich mal kurz was wegpacken. Noch irgendwas hier? Ich muss das Radio ausmachen. Wo ist es? Wo ist das Radio? Da hinten. So. Wäre vielleicht auch eine gute Idee für das Game, dass man das in den Einstellungen sagen kann, ob die an sind oder aus. Oh nein. Krieg auf jeden Fall Besuch gerade. Was ist hier? Sie kommt immer, wenn irgendwas ist. Ach, guck mal hier, ich kann hier verwerten. Super. Jawohl. Okay, machen wir mal hier schnell. Gesamten Schrott einlagern, zack. Und vor allen Dingen hier, ey. Braucht kein Mensch. Okay. Und jetzt? Was machen wir denn? Verstärkerbauplan habe ich. Jetzt muss ich natürlich das Ding irgendwo basteln, ne? Das wird wahrscheinlich das da sein. Ach, darum steht's ja. Signalstärke. Suche nach einem RCX01 A39 Duplexer und nach einem SMU97. Das ist noch weiter da unten. Was? Wer bist du denn? Jetzt bitte mal 8 Kugeln nach. Okay, jetzt frisst das. Huch, habe ich hinten den Pfeiler kaputt geschossen. Er mag mich jetzt nicht so gerne. Wo ist er? Ja, komm her. Komm her. Voll in den Hintern geballert. Zum Glück habe ich die Powerrüstung an. So, mein Freund. Noch einer oder was? Ist immer noch so Mucke. Nee. Ich meine, ich habe genug Kronkorken, ne? Eigentlich könnte ich hier mal so einen Jump machen. Ja, der Duplexer und da das andere Ding. Ey, guck mal, wenn ich jetzt hier und dann dahin jumpe.
Das ist doch mal schnell gemacht, oder? Ja, wunderbar. Die Folge hier wird wahrscheinlich ja erst im neuen Jahr rauskommen. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und seid gut ins neue Jahr gekommen. Falls die Folge vorher rauskommt, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Und ihr könnt ja mal sagen, was haltet ihr von diesen typischen Vorsätzen? Haut's in die Kommentare. Vorsätze fürs neue Jahr. Ist das eher Schwachsinn oder ist das gut? Ich meine, ganz unabhängig davon, ob man sich dran hält oder nicht. Aber ich persönlich finde ja die Idee nicht schlecht zu sagen, hey, fürs neue Jahr nehme ich mir mal was vor. Weiß ich nicht. Vielleicht viele Leute sagen, ja, ich will nicht mehr so viel Süßigkeiten essen. Ne? Kann ich nicht. Okay, ich muss... Hä, wo muss ich denn jetzt hier hoch? Wieder so krass. Auf jeden Fall mal gleich was trinken müssen und schnabulieren. Oh, guck mal, hier liegt schon mal ein Stück vom Flugzeug. Also schon mal alles klar. Och, jetzt habe ich wieder E gedrückt, ne? Ich habe mich vom Parasiten erholt, das ist schön. Ja, ich bin überladen, blablub. Muss das sein jetzt? Hat der Schrotpatron, das wäre jetzt total geil gewesen, hätte der Schrot. Eieiei, ich habe keine Munition mehr. Ich nehme das Skischwert. Das Skischwert ist gar nicht so schlecht. Wir haben noch einen Feigen, der schießt von da oben O2. Dann gehe ich mal hier gerade in Deckung. Ich könnte meins nehmen, ne? Könnt ihr mal verdünnen. Auch nicht immer so ein ganzes. Der ist fertig. Was? Wie kann ich mich denn da treffen? Ach, da ganz oben. Oh, hier. Stufe 16. Das Gute ist, der trifft mich von da nicht. Ich ihn aber schon. Oh, er trifft mich wohl. Ich treffe ihn nicht mit genug Wirkung. Ja, das hinter sich. Komm schon. Ich sehe den anderen nicht. Da. Schießt aber immer noch einer, ne? Da oben, ey. Also meiner Meinung nach sind das alles hundertprozentige Kopfschüsse, die ich hier setze.
Ja. So, wie sieht das jetzt aus hier? Habe ich alle? Oh, da schießt immer noch einer. Das gibt's doch nicht. Ja. Kopfschuss schon wieder. Gibt's nicht, ne? Und es zählt dann einfach manchmal nicht. Da kann ich... Ah. Ärgert mich sowas. Naja. Gut. Toll, das wollte ich jetzt eigentlich alles gar nicht machen. Ich wollte, aber es ist immer ein bisschen Action hier, ne? Ein bisschen Action ist ja nie schlecht. Oh Gott, hier sind sie. Kronkorken. Kronkorken. Ey, davon habe ich mittlerweile auch so viel. 308er Patronen. Wobei. Dabei jetzt. Eigentlich muss ich mal da hoch, ne? Das ist bestimmt irgendwas Cooles. Abgekochtes Wasser. Das lohnt sich auf jeden Fall. Schon mal. Kronkorken. Das habe ich noch nicht. Ein Shaping Rock haben wir auch noch nicht. Oh, ein leerer Koffer. Aha, Nuka-Cola, sehr schön. 108er Patron, right away. Oh, mega gut hier. Das hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Schön. So, hier bestimmt noch ein paar. Eine Nuka-Cola tatsächlich. Vielleicht jetzt mal da. Rezept noch. Rezepte sind immer gut. Aluminiumdose. Gerade läuft's bei mir. Ich bin zwar schon wieder maßlos überladen, aber naja, immerhin finde ich Dinge, die ich auch brauchen kann. Oh, schon wieder ein Rezept, oder? Jawohl. Ich bin noch zum Meisterkoch hier. So. Ah, ich höre schon wieder irgendwo ein Radio. Muss ich ausmachen. Zack. So. Okay. Gasmaske habe ich schon. Noch eine Nuka-Cola. Oh, ich werde so furchtbar ungesund leben. Die nächsten Tage. Dann hier noch. Bierflaschen. Abgekochtes Wasser auf jeden Fall mitnehmen. Patrone, Kaffeetasse. Was haben wir hier unten? Stimpak. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Was haben wir denn hier? Badewanne. Hier kommt man auch noch rein. Schreibmaschine gibt viele Schrauben, ne? Ja, noch brauche ich sie nicht. Ich komme noch höher, das gibt's doch nicht, ey. So, mal schauen, ob wir den aufkriegen. Zack. Schrotpatrone. Handspanner-Revolver. Schauen wir auf jeden Fall mal technische Daten. Ach, das war er hier. Der hier oben rausgeballert hat. Ja. Ich glaube, jetzt bin ich aber tatsächlich am Ende.
Und ich glaube, mit der Power-Rüstung kann ich hier runter jumpen. Oh. Oh, hier ist noch eine Cola versteckt. Cool. So, dann gucken wir mal. Er ja, muss irgendwo hier sein, ne? Suche nach einem SMU-Transponder. Ich vermute, der ist oben drauf. Irgendwo noch am Flugzeug. Kochtopf. Zigarre. Vorkriegsgeld. Okay. Ich mache wieder Ego-Perspektive. Kann man besser was sehen, wo ich hingucke und so. Auch jetzt mit der dicken Power-Rüstung. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Was haben wir hier? Kochstation, ja. Roter Teller. Wodka. Kann man immer brauchen. Schlammbohlenpüree. Cool. Viele Rezepte habe ich gefunden, ne? Dann sollen wir ja knacken hier. Oh, das ist ganz falsch. Entschuldigung. Aha. Aha, aha. So. Ja, Injektor, ich weiß nicht. Ist nicht so meine Waffe. Lass ich mal da. So, das muss hier irgendwo sein. Schau nochmal auf die Karte. Ja. Ah, guck mal da. Im Cockpit was? Da ist der Transponder. Und ein Stimpack. Nice. Also die Tour hat sich tatsächlich gelohnt. Das Ding habe ich jetzt. Ich überlege gerade. Meine Base ist noch da unten. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich könnte natürlich meine Base jetzt einfach mal hier hinsetzen. Und dann packen wir da zusammen. Und schauen wir einfach beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Gucken, ne? Ich guck mal gerade, ob das geht. Und die ganzen Aufräumkram erspare ich euch dann, glaube ich. Was soll ich? Camp verlegen. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Aber hier ist schon wieder so mit Gefälle. Das mag mein Camp nicht so gerne. Ich stelle es mal gerade hier hin. Oh, da war es gerade grün schon. Okay, können wir es drehen noch ein bisschen irgendwie? Ein bisschen nach unten noch, damit die Treppe auch wirklich auf dem Boden ist. War nämlich auch geil, letztes Mal habe ich es in die Luft gebaut. Dann durfte ich schön noch eine neue Treppe dran basteln. Okay, die habe ich jetzt natürlich auch nicht perfekt gesetzt, aber ist egal. Ist doch wurscht. So, ich steige erstmal aus meiner Rüstung aus hier. Wer bist du denn? Der Great Appalachia Sweepstakes gezogen. Hinweis, wir haben unsere Datenschutzrichtlinie aktualisiert. Als Monatspreisgewinner können Ihr Name, Ihr Bild und weitere persönliche Daten. Hallo? Wieso? Wo kommt der her? Einen schönen Tag noch. Ja, cool. Was ist zum Henker, was das denn? Alter, er war ja wohl der Coolste, oder? Ach, ich weiß nicht. Ich brauche ja noch einen, eigentlich brauche ich noch einen coolen Shot, ne? Hier von der ganzen Geschichte.
von dem Flugzeug. Da kann man aber keinen coolen Screenshot machen. Jo, dann nehme ich als Thumb den vom Anfang. Oh, ich verdurste gerade. Wir haben doch hier, wir haben es doch. Hier, yeah, tu mir dem mal was Gutes. Zack, zack. Och, ich finde, ich habe die hier ganz gut hingesetzt. Hier eine schöne Aussicht direkt. Oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Da hat jemand eine Atombombe gezündet hier unten. Zum Glück. Sonst hätte ich jetzt mal ganz schnell meinen Camp verlegt. Okay. Hauen wir mal rein hier. Gehen wir rein. Zack. Mal hier. Einmal Gegenstände verwerten. Gesamten Schrott. Läuft. Haben wir was anderes? Handspannerrevolver. 42. So. 44er Munition. Geiles Ding, oder? Ich finde den cool. 42. Was hat denn? Was ist denn mein anderer Revolver? Der ist irgendwie hier Somerset Special oder so. Was ist denn der? Bin ich blind? Warum ist denn der da nicht mit drin in der Liste? Komisch, oder? So. Finde ich cool. Ich finde den cool. Ich glaube, ich rüste den mal aus. Ja, was ist mit ihm? Wo ist denn er in der Liste? Ja, wo rüsten wir den denn aus? Komm, wir ändern den. Gegen den Handspanner-Revolver. Dann will ich jetzt mal gerade schießen. Oh. Kracht auf jeden Fall gut. Vor allem lädt doch schnell nach, ne? Ja, cool. Schauen wir mal, was wir noch haben. Waffen. Okay, Kleidung. Das lege ich alles auf Seite. Ach, die ganzen Rezepte kann ich noch eben schnell lernen. Okay. Ja, also. Ich schau mal. Ich bin nicht sicher, ob ich es aufnehme. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir werden sehen. Vielleicht spiele ich auch mit dem Manager. Wer weiß es. Den müssen wir uns noch holen. Und dann müssen wir so ein Ding basteln und dann können wir das dir geben und dann kommen wir auch hier oben rein. So ist der Plan, Freunde. So ist der Plan. Und den ganzen Kram wegräumen. Ja, das kann ich auch alleine. Und die Atombombe ist gerade hochgegangen. Kann man es sehen? Ah, von hier nicht. Ich habe eine dumme Stelle, glaube ich. Ah, ist zu weit weg. Es ist quasi dahinter dem Hügel. Ja, kann man nicht sehen. Naja. Nichtsdestotrotz sage ich, oh. An dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Fallout 76. Macht's gut. Gute Nacht.